Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Ich hoffe natürlich bei euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute gibt es mal wieder ein fettes Experiment, Leute. Wir sind hier schon wieder auf der Eisrampe, Leute. Ihr kennt vielleicht schon mal die Eisrampe. Wir haben ja hier schon mal mit Autos getestet, welches Auto höher auf der Eisrampe kommt. Es geht um Geschwindigkeit, um Grip, um Fahrverhalten, um alles, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und heute werden wir das extrem mit fetten Autos testen, also mit richtigen Offroad-Riesenautos. Das ist heute die Big Baba Bubu Edition, Leute. Und heute mein Gegner ist Amir. Wo bist du? Und ich kann fliegen. Ach, da ist ja der Bummi. Ja, du kannst auf die Schnauze fliegen. Das ist alles, was du kannst, Leute. Ja, so ein Ding ist das. Ja, also wie gesagt, heute hier die Big Baba Bubu Edition. Wir haben nur Riesenautos, Offroad-Autos, Monster-Trucks. Welches Auto am besten ist und die Eisrampe bis nach ganz oben kommt, werden wir jetzt rausfinden. Wir fangen hier mit Level 1 an. Wir haben einmal einen aufgetunten Ford Bronco, der so höher gelegt ist, gegen ein Mercedes Unimog, der natürlich sehr geländetauglich ist. Aber man darf sich hier nicht einfach was aussuchen, sondern das Random Vehicle Battle. Nein, das Random Vehicle Battle wird entscheiden, wer es was aussuchen darf. Amir, du spawnst eins, ich spawn eins und dann Abfahrt. 3, 2, 1, let's go. Ich bin schon mal recht zufrieden mit meinem Wagen. Wir haben so einen Sport. Ein Kipplaster hat er. Okay. Weiß ich nicht. Also ein Kipplaster hat ziemlich große Reifen, hat, glaube ich, guten Grip, aber ist jetzt auch nicht schnell und ist schwer. Weißt du was, Amir, fang du doch einfach mal an mit dem Kipplaster. Ja, wir werden jetzt Amir einfach mal beobachten. Guck mal, wie weit er hochkommt. So, hier. Okay, er ist schon mal 20 Meter ist er gekommen. 30 Meter, 35. Jetzt kommt hier einmal dieses Loading. Jetzt geht es ja wirklich hier um den Grip. Dann bis 40. 45 hat er jetzt. Oha, 50. Er kommt ja, weil ich gedacht habe. Ja, ja, Alter, ich sag ja, der Kipplaster. Oh, jetzt kriegt er Probleme bei 55. Ah. Oh mein Gott. Schafft er noch die 60 Meter? Wow. Ja, ja, ja. Ey, der ist wirklich gut. Der Wagen ist gut. Oha, oha. Alter, strong, der Kipplaster. Sehr, sehr strong. 62 circa. Es kommt auch später nochmal ein Kipplaster vor. Jetzt wissen wir ja schon mal, wie weit der circa kommt. Oh mein Gott, Leute, ey, ich bin richtig gespannt. Und jetzt würde ich sagen, komme ich hier mit so einem aufgetunten Cyberpunk-Auto. Denkt ihr, der schafft es weiter, Leute? Okay, Leute, let's go! Oh, der flitzt auf jeden Fall hier schon mal schnell los. Ist halt Heckantrieb, Leute. Also hat mehr Power als Grip, sagen wir es mal so. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wir müssen, glaube ich, bis zu 62 kommen. Ja, aber Bro, ich drifte hier auch die ganze Zeit hoch. Also Grip hat der Wagen keinen guten. Man merkt halt hier Heckantrieb und bei mir hört es hier bei 72 Metern auf. Also ist nicht viel höher gekommen als der Kipplaster, sage ich dir hart auf hart, ne? Also wirklich Kipplaster underrated. Ich dachte auch nicht, dass der so weit kommt. Ja. Ich dachte, Kipplaster wird gar nicht so weit hochschaffen, aber bei 40 oder so. Aber trotzdem, der Punkt geht an mich, Mr. Amir. Und das bedeutet, ich darf mir hier ein Auto aussuchen. Und jetzt ist die Frage, Leute. Geht man hier auf Geschwindigkeit oder auf Grip? Weil ich glaube, der Ford Bronco wird schneller sein als so ein riesen Unimog. Aber Leute, ey, Mercedes Unimog, das Ding ist bekannt dafür. Es ist bekannt dafür, im Gelände rumzufahren. Dafür wurde dieses Ding erfunden. Deswegen, ich vertraue hier auf die gute deutsche Ingenieurstechnik hier. Und ich werde hier den Unimog nehmen. Und weißt du was? Diesmal werde ich anfangen. So, komm, Mercedes Unimog. Du wurdest dafür gemacht, in jedem Gelände auszukommen. Wir starten jetzt. Let's go! Mal gucken, wie weit das Ding kommt. Bitte verkack, bitte verkack. Nein, nein, nicht verkacken. Hör nicht auf Amir. So, komm, Unimog. Unimog Power, let's go. Let's go, Leute. Unimog, also, wenn du verkackst, danke ich dich voll. Ich habe mir tatsächlich auch mal so eine Doku über Unimog angeschaut. Das Ding wurde wirklich dafür erschaffen, um in jedem Gelände fahren zu können. Und er macht das auch relativ gut. Nein, 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 nein. Ja, oh! 67. Ja, so 67, 68. 68, dann hat es leider aufgehört. Nein, Leute. Okay, schade, schade, schade. Ich dachte, das Ding schafft sogar noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie es jetzt bei Amir aussieht in seinem getunten Ford Bronco. So, Leute, wisst ihr was? Wir werden Amir hier einfach direkt mal wieder schön beobachten hier mit der Drohnenperspektive. So, wir fliegen mal hinterher. Der fährt hier schon. Erst bei 40 schafft der easy 45. Oh nein, ey, der ist voll gut. Der ist voll gut. 60, 65. Nein! Ja, let's go! Oh mein Gott, der Hops aber weg. Oh mein Gott, 77. Alter, er ist 10 Meter weitergekommen nochmal. Ich schwang mich. Mega-Rampe. Nein. Ja, okay, gut. Leute, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich hier sogar für das falsche Fahrzeug entschieden. Das bedeutet, es steht 1:1. Leider, Leute, leider. Also, was soll das denn heißen? Ja, ich durfte mich ja sogar entscheiden und das war nichts gewesen, ey. Ach, Mann. Ja, merkst du was? Egal, Max? Egal. Ist, kommt auf den Fahrer an. Ja, okay, Amir, dann mach dein Auto weg. Es steht 1:1. Es geht aber jetzt weiter mit einem Random Vehicle Battle. Wir machen mit der zweiten Stage weiter und deswegen würde ich sagen, jeder spawnt sich einfach mal zwei Fahrzeuge und man muss das Schwerere nehmen. So,
2. Oh nein. Oh nein. Weil ich krieg okay, den wir haben beide Kacke. Alter. Ich krieg den LKW, Bro. Ey, ich das Ding ist, die S-Klasse ist gepanzert. Die ist, glaube ich, auch schwer, aber der LKW ist halt trotzdem schwerer. Ja, ja, also klar. Da muss man fair bleiben. Weißt du was? Wir fahren jetzt einfach mal beide zusammen. Lass mal nebeneinander fahren. Ich hab das Uwe-Mobil. Oh, Wohnwagen gegen LKW. Was für Uwe-Mobil? Was redest du da? Uwe-Mobil. Ach, das Uwe-Mobil. Okay, dann 3, 2, 1, let's go. LKW gegen Wohnwagen, Leute. Was denkt ihr, wird besser sein? Ich glaube, der LKW hat an sich mehr Power, hat aber noch mehr Last hinten drauf, auch wieder schwerer. Also ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es nicht sagen, Leute. So, ich bin aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. Das ist schon mal ein gutes Zeichen ja. für uns. Ich fahre gerade mit 18, 15 km/h, 12, 10. Oh, langsam, 8, es wird 5, hier schwierig. 2, 1, und vorbei. Es wird hier oder? Schwierig. 60 habe ich, ich bin bis zu 60 gekommen. Nee, bei mir ist sie vorbei. Alter, das Schrottmobil, du bist ja nur bis zu 47 oder so gekommen. Das war ja total schlecht. Aber Leute, das bedeutet, hier auf ganz entspannt wieder ein Punkt für mich. Und ich versenke den LKW jetzt hier erstmal im Wasser. Oh. Und dann sehen wir uns wieder am Spawn, Leute. So, 2 zu 1, meine Freunde. Und ich darf mich hier für das nächste Fahrzeug entscheiden. Und jetzt ist es eine ganz schwierige Sache. Wir haben hier einmal ein Kipplaster gegen so ein Raketenabschussfahrzeug. Es ist übelst schwer. Wir wissen, der Kipplaster war sogar ganz gut. Bis 67 ist er gekommen. Ist halt jetzt die Frage. Dieses Ding hier hat, glaube ich, auch ganz guten Grip und so. Oh, weißt du was? Ich will es ein bisschen spannend machen. Ich nehme hier diesen Raketen-Militär-Ding. Der hat auf jeden Fall viele Reifen. Vielleicht hat der ja viel Grip, Leute. Wir testen das jetzt einfach mal. Wir finden es raus. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Amir, wir wissen ja schon circa, wie weit der Kipplaster kommt. Deswegen, du kannst direkt hinterherfahren. Okay. So, oh, der ist auch schon mal relativ schnell tatsächlich. So, komm, jetzt Geschwindigkeit aufbauen. Läuft gut hier mit den vielen Reifen. Oh nein, es wird langsamer. Nein, komm doch! Ja! Nein, ich bin nur bis 63 gekommen. Hey, aus dem Weg! Ich geh aus dem Weg, sorry, warte mal, wir gehen mal hier. Der ist ja vorhin überweit gekommen. Hä? Amir? Warte. Was ist denn hier gerade los? Nur warte, der gibt noch Gas. Ich bin gerade eben leider gegen die Nummern geknallt, das war mein Problem. Oh. Ja. Okay, Ami hat den Schub. Ich bin gegen die Nummern aber geknallt. Alles gut. Weißt du was, ich gebe dir trotzdem den Punkt, ist okay. Weil mir geht es ja hier um das Experiment, nicht um das fahrerische Können, weil da ist Amir ja sowieso, müssen wir ja gar nicht uns mit Amir messen. Gott. Es geht ja hier wirklich um ein Experiment, welches Auto das besser schafft. Der Kipplaster ist vorhin weitergekommen, deswegen sagen wir 2 zu 2, Leute. Ey, ich habe mich jetzt beide Male falsch entschieden. Läuft heute bei mir nicht so mit den Entscheidungen. So, jetzt kommen wir als nächstes zu einem sehr, sehr wilden Battle. Und zwar, jeder spawnt 2 Fahrzeuge und darf für den Gegner 1 entscheiden. Oder machen wir auch einmal random. Oh, ein Bentley. Oh, Max. Oh, gönn doch Bentley, Bro. Gönn doch. Ja, dann gönn doch den großen. Nee, ich gebe dir den kleinen. Dann gönn ich dir Bentley. Ist jetzt eine Frage, Leute. Nee, ich glaube, das ist schlechter. Ich gönn dir den schlechteren. Dann nehme ich hier den. Ich glaube nämlich, damit habe ich bessere Chancen zu gewinnen, Leute. So, weißt du was? Lass uns einfach mal wieder schön zusammen hier nebeneinander fahren. Wir gucken mal. Also ich glaube, der ist gar nicht so schlecht hier, den ich. Also ist halt so ein Standardauto, aber ich glaube, dieses kleine Kiste-Ding, was der Ami hat, dieses Mr. Bean-Auto, ist, glaube ich. Naja, wir finden es raus. 3, 2, 1, let's go. So, Leute, okay. Also ich bin gefühlt schon mal ein bisschen schneller hier. Jetzt abgebremst werden. Und jetzt alles geben. Drückst du eigentlich nach vorne so ein bisschen? Ja, also das Ding ist bei mir halt... Achso, was meinst du? Nee. Diesen nach vorne fahren Trick? Ich bin auch im Durchdriften. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, der schafft sogar bis 18. Was? Bis 83? 82 bin ich gekommen. Ey, der war gar nicht mal so schlecht, das Ding. Wie weit bist du gekommen? Bis 55. Oh mein Gott, das war nix. Und weg mit dir. Weg mit dir, du Schmutzbengel. Okay, also, ey, Leute, für so ein random GTA-Fahrzeug hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so gut ist. Haben wir uns wieder richtig entschieden. Es steht 3 zu 2 und ich darf mich jetzt hier entscheiden. Und ach, Amir. Wir haben hier einmal so einen Dodge Ram, Leute, ja, mit großen Reifen. Ja, komm, steig schon mal ein. Ihr wisst doch, Leute, der OP-Truck bei allen Challenges immer geisteskrank, meine Freunde. Deswegen werde ich den nehmen. Und weißt du was, Amir, du darfst jetzt hier mal wieder schön anfangen. Ja, wieder anfangen. Wir werden den Amir hier mal wieder beobachten, den alten Paul Burgi. Okay, er ist hier bei 35, 45, 50. Ja, aber ist auch nicht schlecht, Digga, sag ich dir ehrlich. Er ist immer noch relativ schnell. Bei 65, bei 70 immer noch schnell. Oha. 80? 5? Alter!
Und bei 85 ist dann Schluss. Aber ganz ehrlich, schau mal, wie steil der hier schon hochgekommen ist. Also ist auf jeden Fall. Also, sorry, aber gegen den OP-Truck hat keiner eine Chance. Jetzt OP-Truck Action! Oh, Leute, mein Gott, der Wagen ist allein. Der ist schnell, der hat Grip, der hat alles. Also, wenn. 85 muss man auch trotzdem erstmal, muss man trotzdem erstmal schaffen, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ist nicht schlecht. Oh, ja. Oh, der fliegt. Er fliegt nur wegen der Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Und Leute, der OP-Truck ist das erste Fahrzeug bis jetzt, was bis nach ganz oben gekommen ist. Richtig nice. Und wisst ihr, was cool ist? Wenn wir ganz oben sind, dann dürfen wir nämlich runterrutschen. Oh, let's go. Whee, yippie. Und das bedeutet, es steht mittlerweile 4:2 für mich. Und dann geht's weiter mit einem random Wiege-Battle. Aber wir rutschen hier erstmal noch schön runter. Oh, oh. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Aha. Dann würde ich sagen, Amir auf ganz saftig knaftig. Jeder spawnt einfach eins. Let's go. 3, 2, 1 und random Vehicle Battle. Oh, was hast du? Und oh, Amir hat einen Leichenwagen und ich habe auch wieder ein interessantes Battle. Wir machen das Ganze einfach wieder zusammen. Lass einfach wieder zusammen nebeneinander fahren. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Mal gucken jetzt, mal gucken. Oh, ich bin hier wieder ein bisschen schneller schon mal. Bin hier schon mal wieder ein bisschen schneller. Könnte ein gutes Zeichen sein, aber es geht natürlich auch am Ende des Tages immer noch um Grip, Allradantrieb und so. Das hat ja immer sehr viel damit zu tun. Oh, ja, der marschiert. Nicht schlecht. 75. So, komm, und schaffen wir noch... nein, 79 circa. Jo, wie weit ist der denn gekommen? War nicht schlecht, war echt nicht schlecht, ja. Ja, übrigens auch 61 Schluss. Oh, wow, wow, und das bedeutet... Ey, ich hab heute wieder so Pech, Alter. 5:2, Amir, was ist denn da los? Ach, Digga, warte. Aber soll ich dir mal was sagen, bei wem... Bei Russik hab ich immer das Ultra-Pech. Ich hab das Gefühl, der Junge, der sabotiert sein GTA davor. Er kriegt immer die krassen Autos. Aber na gut. Das heißt, ich darf mich hier wieder entscheiden. Leute, ist jetzt ein spannendes... Ich weiß gar nicht, was jetzt besser ist hier. Einmal der Big Truck mit dem riesen Reifen oder ein normaler Monster Truck. Wisst ihr was? Ich habe ja so viele Punkte Vorsprung. Ich gehe ein bisschen Risiko. Ich werde den Big Truck nehmen. Ich könnte mir vorstellen, wegen den großen Reifen, dass man irgendwann schon wieder schneller umkippt, auf der, weil es so steil wird. Aber wir finden es jetzt raus. Und wisst ihr was? Ich fange jetzt hier einfach mal an. Mit dem Big Bratan. Der Big Brat, Junge. Big Baba Bubu Bratan. Also ich glaube, der Grip ist gut mit den großen Reifen, aber ich glaube, man kippt einfach irgendwann nach hinten, so, weil die Reifen einfach schon wieder so groß sind. Weißt du, wie ich meine so? Die Gewichtsverteilung ist dann so kacke. Ja, die Gewichtsverteilung ist kacke. Darauf kommt es ja auch an. Oh, die Reifen drehen schon durch bei 70. Oh, wow, und da ist Schluss bei 72. Also ist tatsächlich jetzt auch nicht so wild, der Wagen, ne? Hört man auch gerne. Also ich glaube, das könnte Amir tatsächlich sehr leicht toppen. Und wisst ihr was? Wir werden ihn jetzt hier einfach mal wieder beobachten. Amir, fangen wir an. Let's go. Monster Truck. Der Marshall Monster Truck, Leute. Ich glaube, er schafft das besser. Bis 72 muss er nur kommen. Das schafft er. So, komm. Oh, sieht gut aus. Läuft noch sehr gut. Aktuell noch guten Grip. 55, 60, 70. Ja, und er hat mich. Und 75, er hat mich. 80. Und bei 83 ist dann Schluss mit dem Marshall. Aber, Leute, das bedeutet, es steht 5:3. 5, oder? Ja, doch. 5:3. 5:3. Immer noch 3. Für mich, Leute. Als nächstes kommen wir wieder zu einem sehr, sehr spannenden Battle. Und zwar haben wir hier einmal so ein Offroad-Jeep und ein Schneemobil, Leute. Das könnte auch was Krasses sein, wegen Schneemobil und so. Ihr wisst Bescheid. Wisst ihr was? Ich würde sagen, Amir, wir machen einfach nochmal ein ganz schnelles Battle. Jeder spawnt eins und dann Abfahrt. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, ich hab doch schon wieder durchgespielt. Wir sehen uns dann oben, Amir. Ich fang schon mal an, wir sehen uns dann oben. Ich hab doch hier schon wieder durchgespielt. Leute, das ist doch wieder so unfair, was der Junge macht. Bro, du siehst in meiner Aufnahme, das ist nicht geskriptet. Ich mach random. Ich weiß! Und ja, der Formel-1-Wagen ist ganz oben. Und somit das zweite Fahrzeug, was es ganz hoch geschafft hat. Wir gucken mal, wie es da unten bei Amir aussieht. Wahrscheinlich eher nicht so gut. So, wie läuft es bei Amir? Der hängt hier bei 70 und 73. Ja, jetzt auch nicht mega schlecht, aber natürlich nicht so. Bei Formel-1-Wagen, der Formel-1-Wagen hat keinen besonderen Grip, aber der ist halt einfach so schnell, der flitzt da hoch und dann war es das halt einfach. Ne? Das bedeutet, es steht 6:3 für mich und ich darf mich für das nächste Fahrzeug entscheiden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, Leute. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir da nehmen. So, wir haben hier einmal diesen Offroad-Jeep und weißt du was, ich nehme einfach mal das Schneemobil. Einfach auf Risiko. Wir haben genug Punkte Vorsprung. Oh. Ich denke zwar, dass der Offroad-Jeep besser ist als das Schneemobil, aber wer weiß, Leute, ist ja eine Eisrampe. Vielleicht ist das Schneemobil ja irgendwie voll gut. Ich würde sagen, Amir, lass einfach mal zusammenfahren. Fahr mal vor. Komm. So, Schneemobil-Action. Let's go. Vielleicht haben wir irgendwie so einen krassen Grip wegen diesem Schneeantrieb da hinten, wegen diesen Ketten, Schneeketten. Komm, Schneeketten. Nix da, Digga. Schneeketten-Power. Schneeketten-Power. Also würde ich jetzt auf Tryhard-Modus gehen, hätte ich natürlich auch den anderen genommen, aber
Oh, also ich bin sehr langsam, aber der Grip ist tatsächlich noch ganz gut. 87. Max, pass auf, Max, pass auf! Ey! Und ich bin nur bis 73 gekommen. Dann war bei mir Schluss. Das heißt, der Punkt geht an Amir. Es wird 6-4. Aber, ja, wie gesagt, Leute. Ist ja okay. Ist ja okay. Okay, Mr. Amir. Jetzt machen wir Folgendes. Wir spawnen 2. Und man muss das Langsamere nehmen. Oha. Das heißt, 1. Und 2. Okay, oh nein. Oh nein, ich muss also hier dieses Quad nehmen. Also ich glaube, mein AMG hat weniger PS als der andere. Ja, weil er ist schneller. Du musst den langsamer nehmen. Och, Mann. Und ey, Digga. Aber Bro, du wirst trotzdem weiterkommen als ich. Guck mal, was ich hier für eine Kiste habe. Ich habe irgendwie Digga, ich hab so einen Postbotenwagen, was für weiterkommen. Ja, komm, dann lass einfach zusammen wieder machen. Dann lass zusammenfahren. Oh, lol, ich habe hier aber ein MG eingebaut bei dem Ding. Fahr ruhig vor. Oh, let's go. Der ist halt echt nicht schnell, dieses halb Jetski, halb Quad, Leute, was ich so umtransformieren kann. Keine Ahnung, Digga, Leute, weiß ich nicht. Sieht mein Fahrzeug schnell aus? Ja, nein, deins sieht auch nicht schnell aus, aber weiß ich nicht. Diese kleinen Sachen sind hier meistens nicht so gut bei der Eisrampe. Schau mal, ich werde jetzt schon langsamer. 65, komm, 70 habe ich. Oha, 75. Ja, guck mal, Leute, er denkt, das ist was Krasses. So, bei mir ist vorbei. Bei 68 ist bei mir abgekackt. Oh, ich bin bis zu 79 gekommen. Let's go. Das bedeutet, es steht 7-4, Leute. Whee! Okay, ja, also läuft doch gut und wir dürfen uns wieder mal das Fahrzeug aussuchen. Amir, was ist denn heute hier los? Digga, aber random Week habe ich so Pech, Alter. So, ja, manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Wir haben ja einmal eine G-Klasse 6x6 Polizei-Edition oder einen cheap Cybertruck-mäßig. Ich nehme aber die G-Klasse. Ich vertraue auf die gute alte G-Klasse 6x6. Leute, G-Klasse Power, das Ding muss was reißen. Hätte ich mir eh geholt hier. Echt? Hättest du wirklich? Ja, den hätte ich mir wirklich geholt. Oha, okay. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du was, dann fang du doch einfach mal an mit deinem Cheap Cybertruck. Okay. Ich bin gespannt, Alter. Mal gucken, also Cheap ist natürlich auch für Offroad-Autos bekannt. Das Ding hat große Reifen, ist, glaube ich, Elektro oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich könnte mich auch falsch entschieden haben, wer weiß, Leute. Wir finden es jetzt raus. 7-4, aktueller Punktestand. 65, 70, 75. Alter, das läuft aber gut, das läuft sehr gut. 80, ich habe es unterschätzt, ich habe das Ding wirklich unterschätzt. Und 83. Ja, 83. Oder 84. 83, 84 so. So, dann komme ich jetzt mal hier in G-Klasse 6x6, meine Freunde. Polizeiedition. Ich bin gespannt. Ja, G-Klasse ist... Ey, komm. Obwohl, vorhin habe ich auch auf den Unimog vertraut. Es war irgendwie auch nicht so. Irgendwie die G-Klasse Mercedes-Offroad-Fahrzeuge dürfen mich jetzt hier nicht im Stich lassen. Wie weit bist du nochmal gekommen? Ah, verdammt, du hast geschafft. Ja, du hast schon geschafft. Ja, oh mein Gott, 90. Aber ganz knapp. Hey, Bro, wie weit bist du denn? Ich war bei 84. Ja, okay, und ich war, ja gut, 90. Ja, aber 90, ey Bro, fast auch bis nach ganz oben gekommen. Also diesmal habe ich mich tatsächlich richtig entschieden und das heißt, es steht 8-4. Ich glaube, Amir, das wird hier heute auch nichts mehr. Das wird hier, glaube ich, heute nichts mehr. Warte ab, Random Vehicle Battle, jetzt würde ich dich abziehen. Ich wollte einfach schon sagen, Bro, du darfst dich einfach so für das nächste Fahrzeug entscheiden. Nein, aber nein. Komm, dann machen wir halt ein Random Vehicle Battle, jeder spawnt einfach seins. Oh, Rolls Royce. Digga, Ghost. Alter, guck mal, ich kann ein Auto spawnen und ich krieg Wir fahren zusammen. Digga, das kannst du doch keinem erzählen. Amir meint jetzt, diese Runde zieht er mich ab. Ich habe einen Rolls Royce bekommen, er hat einen Sprinter bekommen. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie unglücklich ich einfach heute bin. Ja, manchmal läuft es so. Wie gesagt, bei mir ist irgendwie immer, wenn ich gegen Russik mache, Bro, er hat immer diese anderen OP-Fahrzeuge. Oha, der Ghost ist aber auch nicht so gut gerade. Viel zu schwer, die Kiste. Ja, ja. Das wird ein Punkt für Amir. Ja. Das wird tatsächlich gerade ein Punkt für Amir. Krass, let's go, siehst du mal. War doch gar nicht so schlecht. So, das heißt, es steht jetzt 8-5 für Amir und Amir darf sich für das nächste Fahrzeug entscheiden. Wir haben hier einmal einen Kampfroboter oder einen Offroad-Traktor von Top Gear. Natürlich nimmt er einen Offroad-Traktor von Top Gear. Ich nehme hier den Kampfroboter, Leute. Weißt du was, Amir? Ja, bitte, mein Freund. Komm, wir fahren einfach auch mal zusammen. Das will ich mal zusammen. Okay. Also ich glaube, dieser Kampfroboter wird total scheiße sein. Ich kann mich aber abschieben. Oh, scheiße, ich habe seinen Traktor kaputt gemacht. Ey, komm, spawn ihr den nochmal neu. Ich wollte hier nicht kaputt machen, tut mir leid. So, Leute, der Kampfroboter. Ist natürlich gut im Kämpfen, aber ich glaube, auf der Eisrampe, Leute, ist das hier... Ist der nicht wirklich dafür gemacht. Oh, hinter mir, da kommt schon Amir angerast. Oh. Ja, bei mir ist jetzt schon Schluss. Bei mir ist halt jetzt... Bei 45 ist schon Schluss. Oh mein Gott, das war nichts. Oh mein Gott, der Traktor rast durch. Kommst du sogar bis nach ganz oben? Nein. Der ist schnell, der hat Grip. Nicht 95. Oh, aber fast. Nein, weil der irgendwann abgehoben ist. Der ist irgendwann einfach. Schade, ja, der kippt, glaube ich, irgendwann nach hinten, ne?
Aber trotzdem hier ein deutlicher Punkt an Amion. Das heißt, es steht 6-8, meine Freunde. So, dann kommen wir jetzt hier zum letzten Random Vehicle Battle und zur letzten Runde. Warte mal, es steht 6-8. Amion, wenn er jetzt alles noch gewinnt, kann er sogar hier noch den Ausgleich holen, ja? Ja, also das bleibt spannend. Aus, meine Freunde. Dann würde ich sagen, Amion, jeder darf sich 2 spawnen und 1 aussuchen davon, ohne Regeln. Dann würde ich sagen, erster Spawn und. Erster Spawn. Zweiter Spawn. Oh, okay. Und, ja, gut. Ja, okay, nehme ich. Ja. Boah, Flugzeuge sind nicht erlaubt. Oh, ja, mir ist auch die Frage. Ich glaube, dieses Drifting ist irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich nehme lieber den anderen hier. Oh, so. Ich glaube, die Runde könnte sogar wirklich an Armee gehen. Die Runde könnte wirklich sogar an Armee gehen. Ich nehme dieses Ding hier. Das sieht für mich relativ. Zumindest, ich kann vielleicht mit Schnelligkeit punkten. Komm, wir fahren zusammen. Nee, 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 hier, den mache ich weg, weil der driftet schon. Okay, dann wir fahren zusammen. Armee hier in diesem gepanzerten Kuruma, genau. Glaube ich sogar ganz gut, die Kiste. Es hat, glaube ich, sogar Allradantrieb. Bin mir nicht ganz sicher, oder Front, aber könnte gut sein. Ich habe hier Heckantrieb. 3, 2, 1, let's go. So, dann schauen wir jetzt mal, wer hier den Punkt... Oh, das kann jetzt hier wirklich alles entscheiden. Boah, komm bitte, Leute, wenn ich die Runde jetzt noch gewinne, Alter, dann wird das knapp. Wenn du dich dann noch richtig entscheidest... Oh, ich hab mehr Speed als du! Ja, bei mir wird's nämlich jetzt mein Gott. Schwierig. Und, ja, 77 nur. Bei 90. Oh, stark, stark, stark. Siehst du mal, 7-8, so schnell kann das Platz sich wenden. Und das bedeutet, Amir darf sich hier für ein Fahrzeug entscheiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt nehmen würde. Wir haben hier 2 geile Fahrzeuge. Einmal ein gemoddetes Fahrzeug mit so einem mit 6-fachen Antrieb. Das Auto hier, dieser Wastelander, aber auch krass. Ich glaube an den Wastelander. Oh, er nimmt hier das GTA-Wastelander-Fahrzeug. Dann bleibt für mich hier der gemoddete übrig. Ich muss sagen, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Den gemoddeten hier bin ich noch nie gefahren. Kann sein, dass der jetzt richtig gut ist. Kann auch sein, dass der schlecht ist. Mal gucken. Oh, nee, der ist langsam. Der beschleunigt schon mal nicht schnell. Ich hoffe, der hat guten Grip. Weißt du was, Amir? Lass einfach nochmal zusammenfahren. Komm, wir fahren zusammen. Okay. Damit es einfach spannend bleibt. Weißt du, wenn ich jetzt die Runde gewinne, dann ist es unentschieden, ne? Dann ist sogar auch noch unentschieden, ja? Oh mein Gott. Dann 3, 2, 1, let's go! Oh nein, er ist schon mal schneller. Vielleicht kann ich mit Grip was regeln. Das Comeback! Vielleicht kann ich mit Grip was regeln, weil ich so 6 Reifen habe. Mal gucken. Oh, er ist schnell. Amir ist sehr, sehr schnell. Flitzt er da hoch. Ja, und bei mir ist Schluss. Oh mein Gott! Bei mir ist Schluss. Oh, ich hab's bis ganz nach oben geschafft. Was? Also der Wastelander schafft's bis nach oben? Ja, also halt nicht drauf, aber ich bin halt drüber geflogen. Ja, okay, krass. Trotzdem krass. Also quasi trotzdem bis 100 Punkte. Ich bin irgendwie nur bis 67 oder so gekommen. War nicht so gut, das Fahrzeug. Hätte ich gedacht, ist besser. Aber Leute, damit steht's unentschieden. Ist doch ein schönes Ende. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch mehr Experimente sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Kramix.